In Großbritannien sind seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 100.000 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor. Großbritannien ist damit das erste Land in Europa, das diese Marke überschreitet. Die Anti-Corona-Politik der Regierung ist seit Beginn der Pandemie umstritten. Ich möchte wiederholen, dass es mir zutiefst um jedes verloren gegangene Leben leid tut. Und natürlich übernehme ich als Premierminister die volle Verantwortung für alles, was die Regierung getan hat. Großbritannien erlebt derzeit einen rasanten Anstieg bei der Zahl der Infektionen und Todesfälle. Dies wird auch auf eine zuerst in dem Land nachgewiesene Virusvariante zurückgeführt, die als deutlich ansteckender gilt. Die Hoffnungen richten sich nun vor allem auf die Impfkampagne. Mehrere Millionen Menschen erhielten bislang eine erste Impfdosis.